Hallo Freunde, FreakLeer von MagicBlocks.de. Wir spielen Modern Horizons 3 Pre-Release, Content Creator Pre-Release, um genau zu sein. Hashtag Werbung. Danke Wizards of the Coast für den Invite. Und das ist der allererste Pool, den ich quasi digital aufmache. Ich bin wirklich gespannt. Schauen wir mal. Länder ist nicht das, was man will, aber Nadu ist das, was man will. Nadu. Whale, wir haben den Raph, wir haben hier Fixing für den Raph. Okay, wir haben auch das Flair. Schauen wir mal. Oh. Jetzt habe ich das Schlimmste habe ich verdrängt bis eben. Deckbuilding auf Arena. Okay. Also die wollen wir auf jeden Fall mal. Ich schau mal ganz nach hinten zum Fixing und was ein Eldrazi rumrennt. Der ist quasi auch als, also glaub, Simic hat ja diesen Ramp-Gedanken, Eldrazi-Ramp. Ich meine, die zwei, die sind zumindest spielbar. Okay, Mana-Rock, der umwandelt, das ist ganz cool. Die Länder können wir nachher dazu machen. Negro Bloom. Seven or more lands with different name. Aha. Und Land Cards have Stretch. Okay, das ist eher zum drumrum bauen. Okay, wir haben die Turtle. Wir haben Genesis. Top 4 Cards. Land among on the battlefield. Sehr schön. Wir hätten Fixing für Schwarz. Wir haben Fixing für Rot. Wir haben echt viel Fixing für Schwarz. Schauen wir mal. Schwarz haben wir noch. Also, wenn wir vielleicht aus... Also, okay. Ich meine, es klingt vielleicht doof, aber vielleicht können wir ausnahmsweise Sultai spielen. Ausnahmsweise. Schauen wir mal. Das macht Spawns. Ja, komm, wir testen das mal mit dem Eldrazi. Wir haben halt leider nur zwei... Ich meine, die sind okay-isch. Sind jetzt nicht die Ultra-Bängeln, die man rampen will, gell? Das ist ein Fight. Put the rest in your graveyard. Okay, kann man vielleicht mal testen. Wurmcoil Lava, okay. Wobei das ein hartes, wobei wir haben gutes Mana. Das ist der Knife Man. Affinity for Artifacts. Also vielleicht wollen wir den hier. Oh, Victimize. Victimize ist natürlich auch lustig. Mit dem zusammen. 1-3 Death Touch. Der umsonst trained. Das ist dieser Dimir-Archetyp mit Draw 3. Schauen wir mal. Den finde ich super. Sacrifice a creature or sacrifice a modified creature. Das können wir auf jeden Fall auch spielen. Den Visionary können wir auch spielen. Das Unsealing finde ich broken. Draw 4, komm, machen wir. Das macht Energie und wir haben noch ein Kolosseum. Da weiß ich nicht, ob ich das will. Aber wir hatten noch die Goldkarte, glaube ich. Habe ich die schon drin? Ja. Also Fixing haben wir ohne Ende. Schauen wir mal, was mein Ding ansagt. Ja, 14, 10. Machen wir zwei Token. Edwin. Das macht 4 Leben. Ist jetzt vielleicht nicht so geil. Wir haben nur 2 Payoffs. Aber es rampt nochmal 2-mal, aber halt nur 1-mal. Wir haben keinerlei 2-Drops. Das ist auch geil. Wobei, wir haben Ramp und Ramp. Und das ist auch Ramp. Okay, auf der 2 wird nur gerampt. Geil. Geiles Deck. Weil wir könnten noch Karten ziehen. Was haben wir denn hier? Ein Removal. Ja gut, ich meine, wir spielen Sealed, Freunde. Was soll's? Wir könnten noch den, aber der macht eigentlich in unserem Deck dann nichts. Dann spielen wir natürlich das Fixing noch. Okay, hör mal, da brauchen wir hier noch irgendein Fixing. Wahrscheinlich nicht. Aber bei mir brauchen ja... Wir brauchen ja tatsächlich was,
um die Eldrazi, um den einen Eldrazi ja zu casten. Wir haben 1, 2. Ja, wir haben so ein paar. Wir haben so ein paar Dinge. Ah, wir haben eine Nadu. Die habe ich ganz vergessen. Schauen wir mal, was wir in Weiß haben. Vielleicht wollen wir auch Weiß splashen. Und nicht Schwarz. On it. Das ist Removal. Das macht einmal. Das macht auch nochmal Shield Counter. Dann haben wir den Wrath. You get 3 Energy. Okay, der ist ganz cool. Aber es ist halt auch ein 5-Drop. Okay, der macht nichts. So richtig viel, um unser Nadu zu targeten, haben wir nicht. Das Target leider nicht on it. Ich glaube, ich will nur ein 2-Drop mehr. Was macht er eigentlich? Ja, da können wir zumindest discarden für unser eines Victimized. Das ist schon in Ordnung. Ich weiß nicht, wie gut das Flair ist, aber das ist schon das Ultra-Haufen-Deck, was wir hier haben. Aber das testen wir jetzt einfach. Dazu sind wir da. Wir wollen ja die Karten testen. Ich glaube, ich muss sogar einen Serum Visionary cutten, oder? Was cutten wir noch? Also wir cutten auf jeden Fall drei Länder. Eins, zwei. Weil wir haben getappte Länder, das sucht auch mal noch. Grün. Die Hauptfarbe ist grün. Blau ist eigentlich nur das Splash. Aber blau haben wir nicht. Sieben Quellen. 5, 6, 7 Quellen, 4, 5, 6, 7 Quellen. Ist die Frage, ob man den hier überhaupt will. Aber ich glaube, ich cutte noch einen Forest. Da haben wir keine Doppelkosten. Okay. Und dann müssen wir noch eine Karte cutten. Bis jetzt wäre es nochmal ein Visionary, aber es ist einfach eine gute Karte. Schauen wir mal, was wir noch an Non-Creature-Spells haben. Brain Surge brauchen wir vielleicht nicht dringend, aber das will ich gern testen. Minus 3 im DFC ist quasi, haben wir 9 zu 15. Ah, hier ist halt schon echt viel. Ich cut mal einen Visionary, auch wenn das eine ultra gute Karte ist. Aber das geht jetzt einfach, dass wir ein bisschen spielen mal. Und mal schauen, wie das Deck performt. Ich bin guter Dinge. Ja, genau. Direkt gegen Kai, sehr schön. Opponent goes first. Ich keep das mal. Müssen wir gut nachziehen. Hello. Was macht eigentlich noch das Return eigentlich? Das macht erstmal gar nichts, gell? Aber dann ist halt schon das gute Payoff. Das rammt uns, das fixt dieses Eldrazi-Ding. Aus dem will ich es gern testen einfach. Das ist eher auch eine Constructed-Karte, aber naja, irgendwas ist ja immer. Ah, Kai auch mit dem. Nice. Da wäre es sogar cool, wenn wir das so ein bisschen beschützen können, gell? Zeigen wir mal, dass wir ausnahmsweise Sultai spielen. Ich bräuchte aber noch eine grüne Quelle. Oder noch eine schwarze Quelle. Was machst du hier? Reach, Trample. Aha, okay.
Wir legen mal der Gerät. Göchen. Das nächste, wir könnten auch Grim Servant legen. Der reißt uns halt ziemlich auf, aber wir machen das mal so. Macht mir zumindest Blocker. Und ich glaube, ich will ich schwarz oder grün? Ich will schwarz. Und wir können flaren sogar. Oh. Flying und Lifelink. Okay. Ich lasse ihn mal sacken, aber es ist der hier dann. Den nehmen wir und dann versuchen wir. Ich würde sogar einfach eine Runde lang, so blöd sich das anhört, meine Tokens offen halten. Meine beschützende Gerätschaft offen halten. Dann kann ich nächste Runde Lethal Throwdown spielen. Ja, okay. No blocks. Nicht schlecht, nicht schlecht. Spielen wir halt noch einen Live-Linker. Jetzt so ein bisschen antargeten wäre ganz cool, gell? Flashhund. Flashhund ist cool. Flashhund ist cool. Wenn der adapted. Okay, proliferate. Ja, dann proliferier. Proliferier. Für Adept 1 quasi. Könnte man den mitnehmen? Wollen wir das machen? Ja, ich glaube, das wollen wir machen. Es gibt uns hier einen Draw. Noch ein Land. Okay. Sehr schön. Dann greifen wir mal an, hätte ich gesagt. Und ziehen. Drei und discarden. Was können wir denn discarden? Den brauchen wir nicht. Das Land braucht man nicht. Holy Witness ist ganz cool. Ja, ich glaube, wir machen es so. Wir ziehen eh gleich drei. Okay. Sack, damit ich keinen Lifelink kriege. Ja, clever, clever. Ja, es wird jeder Trick wird rausgehauen. Also, dann trigger mal. Draw 3! Ja, danke, danke. Danke, Kai. wie geil. Sorry. Das war. Also, dieser Nadu-Flyer ist ganz schön dumm. Aber das Enchantment, ich weiß nicht, ob das spielbar ist.
Aber zumindest macht es Spaß, Random 7 Drops zu casten. Oh, Radio Ravnica. Okay, spielen wir gegen wahrscheinlich Robin. Blackie wird Blackie sein, denke ich mal. You go first. Ich meine, ich hab nicht so unglaublich viele Early Plays. Von dem her kann man das schon so halten. Okay. Mountain, ja, nee, das ist, Freunde, das ist immer die falsche Wahl, da bin ich ehrlich. Okay. Cool. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Wenn ich ihn hier spiele, können wir mit dem auch nächste Woche angreifen. Die Frage ist, ob ich ihn blocken will. Aber er hat Lifelink, also eigentlich nicht, ne? Die Frage war halt, ob ich ihn beschützen will nächste Runde mit diesem Repast. Wieso denn Repast? Revitalizing Repast. Das ist heute Abend für mich der größte Zungenbrecher. Ja, no blocks, mein Freund. No blocks. Okay. Dann würde ich beginnen mit einem schicken Attack und natürlich Karten ziehen. Ich glaube, das Land brauche ich nicht. Und wahrscheinlich kann ich das Genesis auch discarden. Ja. Wir haben nochmal Removal. Wir haben, was das beschützt. Wir haben den hier. Und ich glaube, ich will sogar den Serum Missionary jetzt spielen, weil der blockt auch ganz gut. Zieht eine Karte. Da ist die Witness. Oh, da ist Nandu. Cool. Machen wir. Machen wir. Lass mal alles oben. Hört sich doch gut an, Freunde. Hört sich gut an. So kommen wir zwar nicht leicht auf den Eldrazi, aber mein, er braucht schon einen Eldrazi. Wir haben den Shadow Spinner. Der ist halt auch völlig insane. Das ist mal eine geile Limited-Karte, Freunde. Ein Lifelink, ein Dimir, der Karten lootet. Ah, das ist meine Welt. Okay, gute Karte. Von dem Shapeshifter bin ich echt begeistert. Okay, dann spielen wir erstmal Nadu. Und dann hätte ich gesagt, greif mal an. Und dann können wir wahrscheinlich Servant und den Reposter in Friedhof und dann victimizen. Ja gut, ich beschütze meinen Lifelinker. Vor allem, weil ja jetzt Nadu liegt. Ne, ich glaube, das passt. Das wird nachher dann targeten. Ich kann victimizen. Dann kommt Servant und Eldrazi. Ja, das hört sich doch gut an. Hört sich alles gut an. No blocks. Jump Attack wird schon seinen Grund haben. Okay. Fair. Fair.
Oh, der Whale. Das heißt, wir brauchen ein ungetapptes Land. Wahrscheinlich. Ich werf die Witness mal mit ab. Und dann machen wir das so. Und können, was macht das nächste Runde? Das hätte ich vielleicht vorher schauen sollen. Na egal. Wir können jetzt dann, wir müssen langsam mit dem Looten aufpassen. Aber ich habe zumindest fette Dinge. Okay, da ist ein Destroy, aber in Schwarz. Doppel Schwarz, mein Freund. Was soll denn das? Destroy Target Artifact. Also das doppelt schwarze Removal ist ein bisschen shady da drin. Das ist ein bisschen shady, da bin ich ehrlich. Okay, ein schwarzes, immerhin. Toxic Deluge. Okay, das machen wir. Guter Draw. Na du. Und die Witness, die können wir nämlich direkt adapten. Bin ich gespannt, ob es hier Removal gibt, weil dann geht mein Victimize nicht. Das wäre natürlich doof. Ist kein Artefakt. Okay. Activate. Darf ich nochmal witnessen? Darf ich? Was wollen wir denn? Wahrscheinlich eigentlich mal einfach den Wal, ne? Nehmen wir den Wal auf die Hand. Ist doch safe. Ist alles safe. Okay. Create a Spell Gorge Weird Token. Whenever you cast non-creature spell, put a plus one counter on Spell Gorge Weird. Yo. Das ist schon eine gute Saga. Ein bisschen langsam. Aber. Macht gut Kartenvorteil, muss man sagen. Vier, vier. Wir triggern. Submit two. Was wollen wir wieder? Servant. Ah, den Visionary. Den kann man auch schön sacken. Flare. Greifen mit allem an, da muss Robin hier blocken. Okay. Machbar. Tja, dann müssen wir wahrscheinlich Nadu sacken. Oh. App-Layer steht da drauf. Okay, das habe ich nicht gewusst. Dann hätte ich anders gespielt wahrscheinlich. Good game, mein Freund. Good game. Good game, ja, witzig. Wir haben die Hand wieder voll. Das Deck ist echt erstaunlich spaßig, muss ich sagen. Eins spielen wir noch. Eins spielen wir noch und dann gehen wir ins nächste Sealed, hätte ich gesagt. Deck unschlagbar. Also, auch wenn wir Nadu nicht so wirklich oft triggern können, aber einmal reicht ja anscheinend.
Da haben wir Nadu schon wieder. Und wir haben das Fixing dazu. Und einen Ravager. Keep. Tronisbad. Okay, kenne ich nicht. Sagt mir nichts, ehrlich gesagt. Aber ein Stein mit Augen ist ja immerhin etwas. Okay, da wird gleich mal gefetcht. Kommt getappt ins Spiel, ja. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Ob wir ihn hier spielen. Das ist immerhin 4-4er. Oder ob wir Nadu spielen. Nadu habe ich immer lieber noch beschützt irgendwie. Aber da habe ich jetzt nicht so viel. Ich meine, wenn wir unseren Safe, unseren neuen. Also dieses Golgari-Doppelland, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ziehen, dann würde ich auf jeden Fall Nadu spielen und es offen lassen. Weil wenn wir es benutzen müssten, dann könnten wir vielleicht im nächsten Zug sogar diesen Ravager spielen mit noch im Land. Okay, M-Traptor. Das ist natürlich eine gute Kombo hier. Siege Gang. Spawn Gang, der ist jetzt weg, gell? Exile from top of your until exile non-land card, you might cast a card equal to it rather than paying. Ja, das ist blöd gelaufen. Aber zumindest kriege ich richtig ins Gesicht. Ja, 5 für mich. Fair. Come on! Drück drauf! Hey. Danke. Muss es nicht unnötig in die Länge ziehen. Horrific Assault. Aber ich denke, ich spiele erstmal mein Us weg. Weil, wenn ich noch einen Forest ziehe, kann ich Nadu spielen und dann Removal. Und das könnte ja auch das Removal sein. Hier, Arena-Zimmer, ja, okay. Passt schon. Kriege jetzt gleich nochmal 5 und dann kann ich hoffentlich stabilisieren. Vielleicht sogar einfach mit dem Shadow Spinner. Ja. Muss ihn hier, glaube ich, wegkriegen. Der tappt. Okay. Okay. Hold. Hold. Man kann hier tappen, ja, und dann für 2. Okay. Ich block hier. Ich habe den Flair zur Not. Okay, dann machen wir das. Dann geht der. Und wenn wir dann ziehen, können wir einfach einen Ravager spielen. Jo, dann machen wir das doch. Go, Opponent. Unsere Forscherkarte. Ja. Mein Annihilator-Mann muss eben angreifen. Das hilft nichts. Jetzt muss. Nadu muss reichen. Und wahrscheinlich jumpen. Weil ich kann nochmal 4 nehmen. Ich kann nochmal 4 nehmen. Nice. Ja gut, dann greife ich an.
Okay, exploit, was exploitet er? Artifact or creature until end of turn, also auf Nadu wahrscheinlich. Schwer ist es nicht, Opponent. Muss das exploiten, das übernehmen. Das ist offensichtlich dead on board. Okay. Hilft mir das? Ja, das hilft mir, glaube ich. Ja, ist nur indestructible. Schade. Schade, schade, schade. Das hätte man nicht gehabt. Okay. Witziges Deck. Sagt mal, was ihr davon haltet, was ihr vom Set haltet, ob ihr Bock drauf habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Sealed. Bis später.